Guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren. Ist mir ein großes Vergnügen, den dritten Tag der Academia eröffnen zu dürfen. Ich möchte nicht sehr viele Worte verlieren und dann gleich einsteigen in die Thematik, aber doch zwei Bemerkungen voraus. Was mich am heutigen Morgen besonders reizt, ist, dass wir reflektierende Praktiker als Referenten gewinnen konnten. Sie werden das beim ersten Referat sehen, wo es auch um die Frage geht, Grenzen muss man, um sie vielleicht zu überschreiten, einfach erstmal umdeuten. Man muss vielleicht von linearem Denken in zirkuläre Strukturen überführen und damit ist man vielen Lösungen sehr schnell sehr viel näher. Und im zweiten Referat dann auch die Frage, wie sich eben Arbeitsformen, Umgang und Balance zwischen Leben und Arbeiten über die Zeit verändern und wie weit das überhaupt Grenzen sind, selbstgesetzte Grenzen. Und wir haben es ganz am Anfang von Herrn von Bredow gehört, die Grenzen, die sich eine Gesellschaft selber setzt, sind ja häufig erstaunlicherweise die, für die es am schwierigsten ist, eine Überschreitung zu finden. Erstaunlicherweise wirklich, weil viele der eigentlich physikalischen Grenzen, das war gestern Abend ein bisschen das Thema, gestern Nachmittag, wo man denkt, die seien wirklich ganz fest durch die Physik bestimmt, dass man die dann auch über die Zeit wirklich zu überschreiten vermag. Also, als ersten Referenten möchte ich dann Herrn Braungart begrüßen. Ich habe mit Herrn Michael Braungart über längere Zeit schon zusammengearbeitet. Vor Jahren hatten wir eine Konferenz veranstaltet mit der Frage, wenn man Stoffflüsse umdeutet, kann man nicht auch die Risiken im ganzen Prozess minimieren. Heute denke ich, ist das Thema noch breiter gefasst. Es geht um die Frage, kann man, wenn man zu einer Kreislaufwirtschaft sich weiterentwickelt, kann man dann nicht nur Innovation befördern, kann man vielleicht eben dann auch in dem Sinne diese Transformation als ganz große Chance begreifen. Und ich glaube, das ist für unsere Gesellschaft momentan sehr wichtig, in einem Zeitalter des Nullwachstums über ganz neue Modelle nachzudenken, um eben auch genau diese Grenze umzudeuten. Ein paar Worte zu Herrn Braungart. Er ist Geschäftsführer von EPA International Umweltforschung GmbH, der Wiege eben von From Cradle to Cradle. Und ist Mitbegründer und wissenschaftlicher Leiter von McDonough Braungart Design Chemistry in Charlottesville, Virginia. Und es scheint mir sehr wichtig zu sein, dass hier auch diese transatlantische Brücke schon geschlagen ist. Und dann nicht zuletzt ist er wissenschaftlicher Leiter des Hamburger Umweltinstituts und seit Jahren ein sehr eloquenter und ich glaube auch sehr engagierter Verfechter des Konzepts Cradle to Cradle. Mit diesen Worten, Herr Braungart, darf ich Sie bitten. Ja, guten Morgen zusammen. Also zunächst ist es ja eine sehr christliche Zeit. Ich habe deshalb gedacht, das findet im Benediktinerkloster statt nach dem Morgengebet. Aber wenn Sie noch zu wenig geschlafen haben, dann haben Sie keine Skrupel, schlafen Sie ruhig in Ruhe weiter. So toll ist mein Vortrag nicht, also überhaupt nicht. Ich weiß das deshalb, weil ich ja, meine Haupttätigkeit ist, ich lehre in Rotterdam an der Erasmus School of Management, weil ich zeigen muss, dass das, was ich tue, für die Wirtschaft auch sinnvoll ist und nicht nur eine schöne Idee. Können Sie mich so hören? Geht es? Also zunächst mal, in der Schweiz hat man ja das Ziel von Minergie, ja, eine 2000 Watt Gesellschaft sozusagen. Was man dazu machen müsste, wäre, man müsste als erstes eine Krawattenpflicht einführen. Denn wenn man so ein bisschen leicht stranguliert ist, vor allem für Frauen, dann kann man die Raumtemperatur um 2 Grad senken. Also wenn man wirklich etwas tun will, das ist zu einfach, die Welt zu retten. Ich will Ihnen etwas vorstellen, was zunächst mal eigentlich ganz selbstverständlich klingt und nur im jetzigen Kontext komisch. Zum Beispiel eine Stadt wie Zürich möchte klimaneutral sein. Und alle rufen dann Hurra, klimaneutral. Aber haben Sie schon einmal irgendwo einen klimaneutralen Baum gesehen? Das heißt, ein Baum ist immer nützlich fürs Klima. Ja, ein Baum ist nicht low carbon oder sowas. Ein Baum ist gut, nicht weniger schlecht. Aber wir denken, wir würden die Umwelt schützen, wenn wir ein bisschen weniger Probleme verursachen. Schütz die Umwelt, fahr weniger Auto, schütz die Umwelt, mach weniger Müll. Das ist aber kein Schutz, das ist nur weniger Zerstörung. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, schütz dein Kind, schlag es nur 5-mal anstatt 10-mal. Ja. Es hat mit unserer Religion zu tun, die sagt, der Mensch ist ohnehin böse
Und bei Ihnen mag das ja zutreffen, aber darum kann er nur weniger schlecht sein. Und das Höchste ist, nicht da zu sein, neutral zu sein. Ja? Stellen Sie vor, Sie kommen nach Hause und sagen, ich bin heute kinderneutral. Seid ihr, du Idiot. Aber bei klimaneutral sagen Sie alle Hurra. Ja? Darum will ich Ihnen zeigen, wie wir die ganze Weltuntergangsdiskussion jetzt mal als eine Innovationschance sehen können. Und natürlich geht es dabei darum, Grenzen zu überschreiten. Und mit meinem Nachredner zusammen habe ich natürlich schon ganz vieles gemeinsam. Ich zum Beispiel würde Ihnen raten, dass wir die Rente komplett abschaffen. Also es gibt gar keinen Grund für Ruhestand eigentlich, weil als man die Rente eingeführt hat, war die Lebenserwartung genau halb so hoch wie heute. Und sie war zunächst bei 70 die Rente, auf 65 runtergerechnet. Wenn der gleiche Prozentsatz heute in Rente gehen würde, wäre unser Rentenalter bei 88,2 Jahren. Die Rente hat man nur für die eingeführt, die man sonst nicht totgekriegt hat. Ja, also es ist auch nicht menschenwürdig, die Menschen mit 65 zum Müll zu erklären und sie nach Mallorca zu schicken. Ja, weil nach 3 Jahren können sie mit ihnen nichts mehr anfangen. Ja, sie können auch über den besten Fisch reden, über den schönsten Golfplatz. Sie retardieren komplett. Das kann nicht sein. Wir müssen deshalb uns andere Dinge vorsehen. Und keine Gesellschaft der Welt kann sich erlauben, die Menschen für mehr als 10 Jahre fürs Nichtstun zu bezahlen. Das geht einfach nicht. Das ist nicht zu leisten. Und darum will ich Ihnen natürlich ein paar Dinge zeigen. Ich meine, wir haben Erfahrungen im Grenzbereich. Der Club of Rome schlägt gerade in einer neuen Studie vor, Frauen, die nur ein Kind haben, zu belohnen mit $80.000, wenn sie 50 Jahre alt geworden sind. Weil das größte Übel die Überbevölkerung sei. Ja. Ich habe Ihnen dann vorgeschlagen, diesen alten Herrn, Sie sollen sich doch selber mal einschläfern lassen, aber hat keine Mehrheit gefunden. Ich bin daraus auch ausgetreten davon, weil das ist ja genau das Gegenteil, worum es mir geht. Wenn wir die Menschen als Belastung empfinden, dann werden sie zur Belastung. Ja, das sehen Sie in Israel, wenn Sie sagen, es wäre besser, du wärst gar nicht geboren, es wäre besser, du wärst gar nicht da, dann werden Menschen raffgierig und feindselig. Wenn Menschen gemocht sind, wenn sie geschätzt sind, in allen Kulturen der Welt, sind Menschen immer großzügig und freundlich. Selbst die Ärmsten, die Armen, teilen davon. Das heißt, sie erreichen genau das Gegenteil. Sie machen die Menschen raffgierig und feindselig. Natürlich können sie schon etwas tun, wenn sie die Welt retten wollen. Zum Beispiel, unsere Landwirtschaft ist so absurd, dass sie 10 Kalorien Energie braucht für eine Kalorie Ernährung. Ja. Das heißt, wenn Sie Ihren Carbon Footprint minimieren wollen, müssen Sie nur Aufzug fahren. Weil ein Aufzug braucht nur 2 Kalorien anstatt 10 vergleichbar. Ja. Also wenn Sie Ihren Carbon Footprint um das 5-fache senken wollen, müssen Sie nur Aufzug fahren. Ja. Und wenn Sie dann noch früher sterben, dann schützen Sie die Umwelt ja noch mehr. Das ist klar. Also wir standardisieren die menschliche Entwicklung, wie absurd, einen menschlichen Entwicklungsindex. Ja, und wir sagen, den ökologischen Fußabdruck, den müssen wir minimieren. Wir sagen, der Planet hat Grenzen. Ja, natürlich hat der Planet Grenzen, aber sie liegen völlig woanders, wo wir sie im Moment sehen. Wenn Sie die Einstein-Formel sich ein bisschen angucken, dann heißt es, dass Sie Energie und Materie ineinander umrechnen können. Edward Teller, ein amerikanischer Physiker, hat mal gesagt, die Erde ist eigentlich nichts anderes als gefrorenes Licht. Ja, das heißt, sie ist im Prinzip Energie oder Materie, je nachdem, wie Sie sehen wollen. Als wir Jäger und Sammler waren auf dieser Erde, dann war unsere Grenze bei etwa 5 Millionen Menschen. Mehr hat der Planet nicht erlaubt. Als wir gelernt haben, Landwirtschaft zu machen, traditionell war die Grenze etwa bei 500 Millionen Menschen. Darum gab es dann im 30-jährigen Krieg Verteilungskriege, weil einfach diese Landwirtschaft nicht mehr hergegeben hat. Ja. Als wir traditionelle industrielle Landwirtschaft entwickelt haben, war die Grenze etwa bei 5 Milliarden Menschen. Und dafür sind wir in der Tat drüber, bei weitem drüber. Wir zerstören deshalb systematisch diesen Planeten, weil unsere Landwirtschaft dafür nicht geeignet ist, in der Tat 10 Milliarden Menschen zu ernähren. Wenn wir aber lernen würden, den Energieüberschuss dieses Planeten zu nutzen, könnten wir auch leicht 5 Planeten-Äquivalente machen davon. Und zwar ohne einen weiteren Baum irgendwie abzuholzen. Das heißt,
unsere Grenzen sind viel weitergehend. Wir reden immer über die Grenzen des Planeten. Dabei ist die einzige Begrenzung dieses Planeten unsere Dummheit. Ja. Wir nehmen, wir verarbeiten und wir lagern ab. Und wir denken, wie gesagt, es sei Schutz, wenn wir ein bisschen weniger zerstören. In der Logik hat die DDR die Umwelt so viel besser geschützt als Westdeutschland oder die Schweiz, einfach durch Ineffizienz. Ja. Die konnten die ganzen Feuchtgebiete nicht zerstören, weil sie das Geld nicht dazu hatten. Ja. Wenn Sie sehen, wie absurd Architektur hier teilweise betrieben wird, dann verstehen Sie, dass das Geld einfach kein Garant für Kultur ist. Ja. Wir haben Plastik in den Ozeanen. Jedes Jahr kommen 10 Millionen Tonnen Plastik dazu. Ich bin Chemiker von Hause aus und ich kann Ihnen sagen, wie soll ich einen jungen Chemiker davon überzeugen, Chemie zu studieren, wenn 10 Millionen Tonnen Plastik jedes Jahr im Ozean landen. Es sterben heute viel mehr Robben und Schildkröten und Wale durch Plastik als durch irgendetwas. Wir verlieren im Moment 5000 Mal mehr Boden, als neu gebildet wird. Wir bauen Mais an, auch in der Schweiz, und verlieren dabei, machen daraus Bioenergie und verlieren dabei zwischen 11 und 30 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr. Wir standardisieren die Bevölkerung und wir denken, wir hätten Materialien, wir schauen uns die Plastiktüte gegenüber die Papiertüte an, aber allein die Kupferproduktion verursacht in Europa 4-mal mehr Müll als das gesamte Hausmüllaufkommen. Wir brauchen jetzt für eine Tonne Kupfer mindestens 800 Tonnen an Sonderabfall. Als ich ein Kind war, hat ein Kupfererz 3,5% gehabt. Heute sind wir bei 0,15%. Wir haben 3/4 allen Kupfers, was die Erde hat, inzwischen gefördert. Dafür machen wir Passivhäuser. Wir versiegeln die Häuser und machen sie gasdicht. Ja. Wir denken, es schützt uns die Umwelt. Dabei ist die Luftqualität in einem Haus in der Schweiz, in Deutschland, etwa 3 bis 8 Mal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Wenn man das Falsche perfekt macht, dann ist es nur perfekt falsch. Ja. Die am stärksten ansteigenden Peaks in Muttermilch, die stärksten Signale sind Flammschutzmittel aus dem Styropor. Ich untersuche seit 28 Jahren Muttermilchproben. Es gibt keine Probe, die man als Trinkmilch verkaufen dürfte, keine einzige. Und die Grenzwerte für Trinkmilch werden teilweise um das zighundertfache überschritten. Trotzdem ist es gut, falls Sie noch Kinder oder Enkel haben wollen, ein Baby zu stillen, weil die Mutter kann sich entgiften dabei. Ja, die Mutter verliert etwa ein Drittel aller ihrer Schadstoffe. Für Männer gibt es nichts Vergleichbares. Ja, davon. Das heißt, die Luftqualität in einem Gebäude ist etwa 3 bis 8 Mal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Auch in der Schweiz, in der schönen Schweiz, ist Asthma bei weitem häufigste Kinderkrankheit. Wir machen die falschen Dinge perfekt und damit perfekt falsch. Ja. Wir reden von Recycling, aber tatsächlich gewinnen wir von 41 Elementen, die in ein Mobiltelefon drin sind, genau 9 zurück. Das ist alles. Von einem Auto, was über 40 Legierungen hat, wird nachher Baustahl gemacht. Damit sind die ganzen Buntmetalle verloren. Das Mangan, das Nickel, das Kobalt, das Vanadium, das Antimon, Wolfram, all das ist weg. Ein Baustahl braucht das nicht drin. Das ist so, wie wenn Sie aus einem schönen Hochlandrind einen Hamburger machen. Ja. Wie albern. Das ist eine Beleidigung in unserer Intelligenz, die dort stattfindet. Mit massiven Auswirkungen. Jetzt bei dem italienischen Erdbeben haben wir wieder den Baustahl untersucht. Wir haben über 2% Kupfer gefunden im Baustahl. Wenn der Stahl nur 0,5% hat, bricht der Stahl wie ein Osteoporoseknochen, weil Kupfer ist ein Stahlgift. In der Türkei sind 1999 über 20.000 Menschen gestorben beim Erdbeben. Weil in den Vereinigten Staaten ist es illegal, alte Autos zu Baustahl zu machen. Darum werden die exportiert in andere Länder. 1999 hat die Türkei allein 7 Millionen Autos aufgenommen aus den USA und daraus Baustahl gemacht. Und weil die Menge des Kupfers immer feiner verteilt ist im Auto durch kleine Elektromotoren, bekommt man das Kupfer nicht mehr raus. Und die Leute sterben dann. Ja, die Häuser brechen zusammen, sieht aus wie ein großer Hamburger. Wir verstehen allmählich die Dinge. Aber ich habe dafür 28 Jahre gekämpft, dass die Leute begriffen haben, jetzt auch in einem Magazin, dass Aluminiumfolie einfach neurotoxisch ist. Ja. Wir haben immer noch Firmen wie Nespresso, die Aluminiumkapseln haben und die dann durchlöchern und den Kaffee dann direkt durchführen. Damit trinken wir das Aluminium immer direkt mit.
Ja, jeder Alzheimer-Kranke hat massive Aluminiumbelastungen im Nervensystem. Aluminium ist neurotoxisch, ganz stark davon. Aber haben Sie heute schon Kaffee getrunken? Vergiss es einfach. Ja. Also, wie kann man so dumm sein? Ja. Und das ist ein Menschenversuch auf Kosten der Allgemeinheit. Also Alzheimer wird durch Aluminium nicht verursacht, aber beschleunigt im Verlauf, ganz drastisch. Wir werden früher oder später alle an Alzheimer erkranken, ist ja nur die Frage, wann. Ja. Und warum tun wir dann solche Dinge dazu, dass wir unsere Kinder noch auf Pfadfinderlager schicken mit Aluminiumschüsseln, weil es ja so leicht ist. Wie naiv. Ja. Was machen wir stattdessen? Wir machen Sperrschichten, weil mit jeder Visitenkarte, mit jeder Pizza, die Sie essen aus Kartonverpackungen, essen Sie ein Drittel einer Visitenkarte mit, weil die Schlemme aus der Altpapieraufbereitung gehen als Recycling in die Kartons, als die Füllstoffe, bloß die Druckfarben sind dafür nie gemacht worden. Wir wollen Null Emissionen. Selbst wenn Sie sich jetzt erschießen würden, hätten Sie Emissionen, ein Ziel, was Sie gar nicht erreichen können. Ja? Sie sind ja schon da. Ja? Sie können was tun. Ja? Also, wenn Sie wirklich Wasser einsparen wollen, schneiden Sie sich die Haare kürzer. Ja? Eine Glatze ist der perfekte Umweltschutz dazu. Ja? 7000 Liter warmes Wasser, ja? Wenn Sie das ausrechnen. Wo es traurig wird, sind solche Dinge, Null-Emissionen. Da zeigen sie ein Baby und sagen, das wäre eigentlich besser, du wärst gar nie geboren worden. Ja? Null-Emission, Toyota. Ja? Kein Ziel ist von größerer Bedeutung als die Stabilisierung der Weltbevölkerung. Verstehen Sie, in Israel sagt man, wenn du ein Menschenleben rettest, rettest du die Welt. Hier heißt es, je mehr du umbringst, desto besser. Klar. Ja? Darum haben wir so lange zugeguckt. Bei den Leuten, weil wir sagen, es sind ja sowieso zu viele. Sie haben auch die falsche Hautfarbe. Ja. Darum ist die erste Frage, sind wir zu viele auf der Welt? Wenn Sie sich die Biomasse der Ameisen angucken, dann wiegen die Ameisen viel mehr als wir, etwa viermal mehr. Und weil die Ameisen nur immer Treppe steigen, nicht Aufzug fahren, also körperlich viel härter arbeiten, weil sie nur 3 bis 6 Monate leben, entsprechen sie im Kalorienverbrauch etwa 30 Milliarden Menschen. Dabei sind die Ameisen auch massive Fleischfresser, so wie wir. Ja, davon. Das heißt, wir sind nicht zu viele, wir sind nur zu dumm. Ja. Wir haben die Grenzen an der falschen Stelle gesetzt. Hier dazu, ja, das ist unsere Bevölkerung, Lebenserwartung. Ja. Und wir sehen, wie die Änderung im erwerbsfähigen Alter sich die Bevölkerung ändert. Wie gesagt, das war die Lebenserwartung. Wenn ich jetzt meine Arbeit weiter so führe wie jetzt, weil ich möchte mich natürlich auf den nachfolgenden Vortrag mit beziehen davon, weil dann haben wir eine Gesprächsebene direkt nachher, dann sind wir bei weitem zu viele Menschen. Ja. Wie können wir tatsächlich, ja, sehen dazu das Rentenalter? Das heißt, lassen Sie uns das nochmal neu denken. Kein Sparen, kein Verzichten, kein Vermeiden. Wenn Sie ein Buch drucken in der Schweiz, enthält es etwa 50 giftige Stoffe, die eine Kompostierung ausschließen. Durch Umweltschutz, durch Gesetzgebung, durch Arbeit, durch alle möglichen Arbeitsschutzmaßnahmen sind das 40 schädliche Stoffe weniger als vor 30 Jahren. Also vor 30 Jahren waren etwa 90 giftige Stoffe drin, die verhindert haben, dass ein Papier, ein Druckerzeugnis kompostiert wird. Ja. Also das Material ist nie gemacht worden für biologische Kreisläufe. Und zwar seit der Erfindung des Buchdrucks hat man einfach ein bisschen Kobalt verwendet, weil es so schön blau war, Mangan, weil es so schön grün war, Blei, weil es so schön weiß war. Das ist nichts Besonderes. Nur wir bleiben überall auf halbem Wege stecken. Denn wo ist der Unterschied, ob ich 90 Mal erschossen werde oder 50 Mal? Ja. Ich habe doch gar nichts erreicht. Dies ist das erste Druckerzeugnis, was für Neonazis gemacht ist. Weil die verbrennen so gerne Bücher. Jetzt können sie ein Buch verbrennen mit gutem Gewissen sozusagen. Weil eben die Emissionen immer in biologische Kreisläufe zurückgehen können. In der Schweiz sind in den letzten 2 Jahren 2/3 aller Druckereien verschwunden. Weil denselben Dreck können die anderen billiger. Ja. Jetzt wird in Malaysia gedruckt, die Druckerzeugnisse werden eingeflogen, ein IKEA-Katalog dabei und wir machen die Hightech-Entsorgung für die 90 giftigen Stoffe, weil dort sind immer noch 90 drin. Ja.
Das heißt, in Gefahr und großer Not ist der Mittelweg immer der Tod. Wenn aber die Druckerzeugnisse wegfallen, die Druckereien wegfallen in der Schweiz, dann wird der tagesaktuelle Druck, die Neue Zürcher Zeitung, etwa dreimal teurer zu drucken, weil natürlich die Standarddrucksachen damit die Anlagen nicht mehr auslasten. Wir denken, es sei Schutz, wenn wir ein bisschen weniger schlecht sind. Wir sagen, ich bin heute 100% schlecht, 90% und mein Ziel ist null. Damit mache ich den Kunden zum Feind. Ich sage, wenn du es gar nicht kaufst, ist es noch besser. Musst du es tatsächlich haben. Ich sage, es geht nicht um Effizienz, es geht um Effektivität. Das heißt, zu fragen, was ist das Richtige, nicht das Falsche richtig zu machen, denn dann ist es nur richtig falsch. Darum geht es darum, zum einen natürlich Öl und Kohle einzusparen. Nicht, dass Sie denken, dass ich jetzt sage, wir müssen jetzt unbedingt die Atmosphäre mit Kohlendioxid aufladen. Aber wo sind wir nützlich? Hier, effizient ist die Energie zu sparen, nicht Wärme. Deutschland macht es effizient. Ja, das zeigt dann hier eine Frau mit zwei Männern im Bett. Na toll. Ja. Das ist effizient natürlich, ein Faktor 2 sozusagen. Ja. Naja, wir reden ja immer von Faktor 4 oder Faktor 5 oder Faktor 10. Hier, immerhin Faktor 2 ist ja schon mal was hier. Deutschland macht es effizient, na klar. Stellen Sie sich vor, alles, was im Leben wirklich schön ist, ist es effizient? Ja, stellen Sie sich effiziente Musik vor, ein Ton, Köchelverzeichnis. Ja. Stellen Sie sich ein effizientes Essen, eine Tablette, ja, mit Engelberg-Geschmack und ein Glas Wasser, das ist effizient, ja. Aber wir wollen immer ökoeffizient sein, überall. Es geht also nicht um einen Triple Bottom Line, es geht um einen Triple Top Line. Wir wollen gut für die Wirtschaft, gut für die Gesellschaft, aber auch gut für die anderen Lebewesen sein. Ein nützlich zu sein, nicht weniger schädlich. Darum ist es eine Kulturfrage, von der Wiege zu denken, die Menschen als Chance zu verstehen, nicht als Belastung. Schauen Sie sich einen Baum im Frühling an. Kein Sparen, kein Vermeiden, kein Verzichten, kein Reduzieren, aber alles ist nützlich, alles ist Nährstoff, nicht ein bisschen weniger Abfall. Ja. Alles nutzt die richtigen Energie und unterstützt Vielfalt. Ein Lippenstift zum Beispiel. Eine Frau isst während ihres Lebens etwa 6,3 Kilogramm Lippenstift. Völlig ineffizient, aber ganz und gar effektiv, kann ich Ihnen sagen. Ja. Ja. Also den Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität zu verstehen, ist extrem wichtig. Wenn Sie Ihre Frau geärgert haben, 50 Rosen, völlig ineffizient, aber ganz und gar effektiv. Ja. Ja. Schauen Sie sich diesen Saal an, völlig ineffizient, aber ganz und gar effektiv, Menschen zusammenzubringen. Dafür müssen alle Dinge nochmal völlig neu erfunden werden. Alle Dinge, die verschleißen, die kaputt gehen, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, müssen so gemacht werden, dass sie die Biosphäre unterstützen. Heute halten die Autoreifen ja doppelt so lange im Verhältnis zu vor 30 Jahren und die Menschen denken, das sei ja gut. Aber vorher blieb der Reifenabrieb auf der Straße etwa 400 Chemikalien. Jetzt wird der Abrieb eingeatmet. Ja, etwa 20% der Menschen in München am Mittleren Ring haben Lungenfunktionsstörungen. Der Hauptgrund ist Reifenabrieb. Es hilft ihnen aber auch nicht, ein paar Schadstoffe herauszunehmen. Ja, also wenn ich sie zum Essen einlade, dann hilft es ihnen auch nicht, wenn ich sage, es ist frei von Hähnchen. Ich muss ihnen sagen, was es ist. Positiv definieren. Ja. In den Bremsbelägen unserer Autos steht drauf, frei von Asbest. Ja. Der Ersatz ist Antimonsulfid, das ist viel stärker krebserzeugend. Ja. Das heißt, alle Dinge, ja. Es geht also, alle Dinge werden nochmal erfunden, nicht mehr, dass sie nachhaltig sind, sondern dass sie schön sind, umfassend schön. Ein Produkt, was Abfall wird, ist einfach nur schlechte Qualität, sonst gar nichts. Und es geht um Innovation, es geht nicht nur um Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit war wichtig, um die Dinge kennenzulernen, aber es ist kein Zukunftskonzept. Echte Nachhaltigkeit, echte Innovation ist nie nachhaltig. Diejenigen, die Mobiltelefone gemacht haben, haben natürlich die verdrängt mit stationären Telefonen. Die Dampfmaschine hat natürlich die Pferdefuhrwerksbesitzer verdrängt. Meine Mutter hat noch die Wäsche im Fluss gewaschen, als älteste von 11 Kindern. Als die Eltern sich eine Waschmaschine anschaffen konnten, war sofort ihre Arbeitsstelle weg. Das war nicht nachhaltig. Ja. Die Waschmaschine war nicht nachhaltig für die Frauen oder Männer, die Wäsche im Fluss gewaschen haben. Ja. Also, es geht nur noch um Qualität. Ein Produkt, was Abfall wird, hat ein Qualitätsproblem. Das ist alles. Ja. Keine Moral mehr, denn die Moral ist immer weg, wenn wir sie wirklich brauchen. Ja. Stellen Sie sich selber vor, wenn Sie im Stau stehen auf der Autobahn, wie gerne Sie die Spur wechseln. Sie verursachen für die Menschen hinter Ihnen im Durchschnitt mindestens 200 Mal mehr Verzögerung. Ist Ihnen am Moment egal, Sie haben es ja eilig. Ja.
Am schlimmsten wird bei uns in Rotterdam gerast vor den Kindergärten, weil die Kinder sind für unser Industriesystem nicht erfunden worden. Und dann haben die Eltern es eilig und die setzen die Kinder ab, die sind teilweise noch krank, ja, und spucken ihnen ein Jackett voll und dann rasen sie davon. Und weil sie das Schreien nicht mehr hören können, die Praktikantin kennt das Kind auch nicht, der sie das in die Hand gedrückt haben. Ja. Und dann rasen sie davon, es kümmert sie gar nicht, dass die ganzen kleinen Kinder auf der Straße sind. Also wenn sie Stress haben, ist die Moral immer weg, außer bei 5%. Also darum kein moralisches System, keine, wir fühlen uns verantwortlich oder sowas, das ist immer weg. Ein Qualitätssystem. Ja. Alles wird nützlich für die Biosphäre oder die Technosphäre. Sie verbrauchen keinen Fernseher, sie verbrauchen keine Waschmaschine, sie nutzen die Dinge nur. Ja. Ich will Ihnen kurz ein Beispiel zeigen hier dazu. Österreich ist Weltmeister im Altpapierrecycling. Schon 9 von 10 Zeitungen und 9 von 10 Wellpappschachteln werden aus Altpapier hergestellt. Das ist gut, weil es zeigt, wie viele Menschen hier bereit sind, etwas für den Umweltschutz zu tun. Was die meisten allerdings nicht wissen, ist, dass auch beim Papierrecycling noch viele Ressourcen verloren gehen. Recycelt werden kann nämlich nur der Zellstoff. Das sind rund 60% des Gesamtvolumens. Bis zu 40%, hauptsächlich Farben und Füllstoffe, werden vom Zellstoff getrennt und bleiben nach dem Recycling als mehr oder weniger giftiger Schlamm zurück. Stellt sich die Frage, ob das umweltfreundlich ist, wenn von jedem Produkt nur 60% wirklich gut für die Wiederverwertung sind. Seit Beginn des industriellen Zeitalters produzieren wir Dinge, die am Ende ihres Lebens auf der Müllhalde landen. Die Devise lautet: Take, Make, Waste. Aber wenn immer mehr Menschen immer mehr Produkte verbrauchen, dann werden uns irgendwann die Rohstoffe fehlen, um neue Produkte herstellen zu können. Schon heute verbrauchen wir jedes Jahr mehr Ressourcen, als die Erde wieder regenerieren kann. Also einfach weniger verbrauchen, oder? Leider nein. So können wir die Erschöpfung unserer Ressourcen höchstens aufschieben, aber nicht verhindern. Dann fahren wir nur langsamer, aber weiterhin in die falsche Richtung. Damit haben wir noch nichts getan, um die Kurve zu kriegen. Denn schädliche Verhaltensweisen werden auch nicht nützlich, wenn man sie weniger oft ausübt. Genau darum geht es heute aber. Produkte so zu gestalten, dass sie nützlich sind und nicht nur weniger schädlich. Die schönsten Beispiele dafür liefert die Natur. Ein Kirschbaum produziert unendlich viele Blüten. Ist die Blütezeit schließlich vorbei, fallen die Blütenblätter zu Boden. Sie bilden dort aber keine Müllberge, sondern fließen vollständig als Nahrung in den Kreislauf der Natur zurück. Alle Ressourcen bleiben erhalten und können wieder und wieder genutzt werden. Das Cradle-to-Cradle-Design-Prinzip funktioniert ganz genauso. Ziel ist es, immer mehr Materialien in Stoffkreisläufen zu führen. Dafür müssen Produkte aber von Anfang an auch so gestaltet werden, dass sie am Ende des Lebenszyklus wieder in den biologischen oder in den technischen Kreislauf zurückfließen können. Mittlerweile gibt es schon viele Produkte, die dafür noch einmal neu erfunden wurden. Von Fernsehern über Couchbezüge und Teppiche bis zu Shampoo, T-Shirts und Klopapier. Ganz neu in diesem Kreis sind Cradle-to-Cradle-Druckprodukte. Dafür wurden sämtliche Inhaltsstoffe auf umwelt- und gesundheitsrelevante Risiken untersucht und bei Bedarf ersetzt. Und jetzt sind Papier, Farben und Zusatzmittel endlich so beschaffen, dass ein ganzheitliches Recycling möglich ist. Nicht nur der Zellstoff kann wieder in den Kreislauf zurück. In Zukunft könnten sogar die Klärschlämme als Dünger oder für den Humusaufbau verwendet werden. Und wenn dieser Humus nicht gerade auf einem Acker landet, dann wachsen darauf ja vielleicht wieder einmal Bäume, die den Zellstoff für neues Papier liefern. Cradle-to-Cradle-Druckprodukte könnte man sogar direkt kompostieren. Und wenn sie verbrannt werden, ist die Asche auch noch gut für den Gemüsegarten. Mit Cradle-to-Cradle können wir den Kreislauf schließen. Und mit Googler können auch Sie jetzt genauso drucken, wie die Natur drucken würde. Los geht's, machen wir endgültig Schluss mit Ressourcenvernichtung. Starten wir gemeinsam die nächste Druckrevolution. Das heißt, wir können jetzt dies umsetzen. Wir sollten das entschiedene Vorgehen nicht immer nur den Terroristen überlassen. Ja. Das heißt, warum gehen Sie nicht ab morgen hin, wenn Sie in der Schule sind, Elternbeirat in Ihrem Betrieb und sagen Sie, unsere Druckerzeugnisse sollen bis 2020 so sein, dass sie kompostierbar sind.
Nur dann hätte die Schweizer Industrie wirklich eine Chance. Ja, sonst würden die Druckbetriebe alle verschwinden und sie würden dann auch die tagesaktuellen Dinge in anderen Ländern drucken, weil sie das nicht, gar nicht leisten können. Das heißt, es geht jetzt darum zu handeln, denn sonst haben wir alle eine besinnliche Tagung gehabt, aber nichts geändert. Wir haben jetzt Toilettenpapier designed for your behind and to leave it behind. Das letzte, wir haben ein Leder entwickelt, was perfekt kompostierbar ist. Sonst brauchen Sie für ein Kilo Tierhaut 40 Gramm Chrom. Ne? Können Sie sich vorstellen, 40 Gramm Chrom nur am Kilo Tierhaut zu stabilisieren? Der neue BMW kommt mit unserem Leder. Das ist perfekt kompostierbar. Ich habe dafür 24 Jahre gearbeitet. Die letzte Gerbereischule hat in Europa 2009 geschlossen. Jetzt wissen wir zwar, wie es geht, aber wir werden es nicht mehr umsetzen. Wir machen kompostierbare T-Shirts. Die Schweizer Industrie bleibt überall auf halbem Wege stecken. Davon außer bei Produkten wie zum Beispiel essbaren Bezugsstoffen. Wir haben das in der Schweiz zum ersten Mal Bezugsstoffe gemacht für den Flugzeugsektor. Wenn Sie einen Stoff haben auf seinem Sitz, dann sind die Zuschnitte dabei so giftig, dass sie als Sondermüll verbrannt werden müssen. Dann sitzen Sie aber einer schönen Frau gegenüber und rutschen natürlich nervös auf dem Stuhl hin und her und essen faktisch den Bezugsstoff mit. Also müssen die Zuschnitte doch essbar sein. Der Bezugsstoff muss essbar sein. Die können hier in der Schweiz, in Wädenswil, bei Gessner produziert werden. Bei Landtal können sie produziert werden. Und sie dominieren den Flugzeugsektor, weil einfach ein besseres Produkt entsteht. Ja? Das wirtschaftlich dann auch vernünftig ist, die sind etwa 20% billiger, weil die Zuschnitte können sie als Torfersatz in Gärtnereien geben. Ja. Putzmittel, technische Produkte. Schauen Sie, wenn Ihr Lebenspartner nicht stinkt, ja, so, wenn er raucht oder sowas, oder, ja, nee, dann ist das schon eine Leistung. Ja. Aber wenn Ihnen hilft, die Küche aufzuräumen, dann haben Sie etwas davon. Ja. Also nützlich zu sein, nicht weniger schädlich. Diese Teppichböden stinken nicht nur nicht, ja, also sie sind auch für Innenräume gemacht. Nein, sie reinigen aktiv die Luft, denn wir verlieren etwa 5 Jahre Lebenserwartung durch feine Stäube, die wir einatmen. Warum soll ich denn meine Lunge einsetzen, wenn mein Teppichboden die Luft reinigen kann? Diese Produkte schaffen Umsatzrenditen, die bei fast 30% liegen, weil sie eben echte Innovationen sind. Nicht das Bestehende ein bisschen weniger schlecht zu machen. Das sind die ersten Betten für Innenräume. In Holland produziert, bei einem Kaufhaus, so im skandinavischen Kaufhaus steht drauf, bitte gehen Sie hin und lassen Sie die Matratze 48 Stunden lüften. Meinen Sie, nach 49 Stunden stinkt die nicht mehr? Nein, Sie müssen die Zusätze am Anfang positiv definieren, wie beim guten Kochrezept. Chiroflex aus der Schweiz, man verkauft keine Stühle mehr, sondern verkauft gesundes Sitzen. Dadurch können viel bessere Materialien eingesetzt werden. In today's fast-consuming society, we are starting to understand that we are making an enormous claim on the Earth's natural resources. Das ist der größte Hersteller für Kindersachen in China. Die machen mehr Kindersachen, als es Kinder gibt auf der Welt. Setzen Cradle to Cradle jetzt um, weil es eine Innovationschance ist. Sie können schon lesen, Cradle to Cradle originates from a Chinese theory. Wie lustig, ja? Wir setzen das um. Hier, Sie sehen es davon in ISO-Normen für Cradle to Cradle. Es gibt Baustoffe danach. Es gibt Gebäude als Materialbanken dann. Aber wir bleiben überall auf halbem Wege stecken. Können Sie sich vorstellen, ich war bei BMW und habe mir die Fabrik der Zukunft angeschaut. Und die kaufen wirklich 200 Roboter. Wie kann man so dumm sein? Ja? Ich brauche doch keine Roboter, ich brauche Schweißpunkte. Warum verkaufe ich einen Roboter, wenn ich doch nur die Dienstleistung haben will? Ich sage Ihnen, mindestens die Hälfte der Leute hier haben irgendwelche Solaranlagen inzwischen irgendwo gekauft, weil sie ja bewusst sind. Aber bitteschön, warum packen Sie sich den Sondermüll aufs Dach? Sie wollen doch gar keine Solaranlage haben, Sie möchten Licht einfangen. Ich habe eine europäische Anlage gerade untersucht, die hat nach 19 Jahren noch 93% des Wirkungsgrades. Das chinesische Solarmodul verliert in den ersten 5 Jahren die Hälfte des Wirkungsgrades. Das heißt, wir machen nachher die Hightech-Entsorgung für chinesischen Sondermüll und sagen, der Standort Schweiz ist so teuer. Ja. Wie absurd. Wenn Sie nur die Nutzung der Anlage verkaufen, dann lohnt es sich in der Schweiz, Solaranlagen zu fertigen. Weil ich verkaufe ja nur Nutzung. Dann kann ich die Anlage so machen, dass ich sie wieder auseinanderbauen kann.
Wir brauchen kein Kupfer in Windrädern kaufen. Wir können 12 Tonnen Kupfer als Dienstleistung nutzen. Dadurch wird das Windrad etwa 60.000 Euro billiger. Ja, aber was machen wir stattdessen? Wir packen die Metalle in die Schweizerische Metallhandelsgesellschaft. Es gibt hier mehrere Dutzend Metalllager in der Schweiz, wo die Leute sich dann Metalle kaufen für 30.000 Franken oder 50.000 Franken, weil sie Angst haben, dass die Währung das nicht mehr mitmacht. Ja, damit liegt das aber rum. Es liegen 8-mal mehr Kupfer in solchen Lagern herum, als die Welt jedes Jahr produziert. Ja, das ist absurd. Wir können die Produkte als Lager nutzen. Wir brauchen dafür Materialpassports dazu. Wir müssen praktisch die Natur dafür einsetzen, die Städte einsetzen und das miteinander verbinden. Wir können die Nährstoffe zurückgewinnen. Wie sehr Sie sehen, wie man sich in der westlichen Welt dafür hasst, dass man da ist, können Sie daran sehen, dass es kein Biosiegel gibt in der ganzen Welt, was erlaubt, dass meine eigenen Nährstoffe zurück dürfen. Dabei ist Phosphor viel seltener als Öl. Wir denken, es ist nur Bio ohne uns. Ja, ich muss jeden Tag 2 Gramm Phosphor aufnehmen, 2 Gramm Phosphor abgeben. Sonst kann ich keine Zähne haben, keine Knochen haben, keine Energie speichern. Phosphor ist viel seltener als Öl. Ja, wir haben in den letzten 30 Jahren 20.000 Tonnen Uran auf unseren Feldern in Europa verteilt. Es wird viel mehr Radioaktivität in die Umwelt gebracht, als in allen Atomanlagen verwendet wird. Und es gibt kein Biosiegel, was erlaubt, dass meine eigenen Fäkalien zurückgehen. Selbst Demeter-Landbau verliert 2 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr damit. Das ist absurd. Ja, verstehen Sie, wir sagen das nur Bio ohne uns. Ich habe lange in China gearbeitet. Wenn Sie in China eingeladen sind zum Essen, dann erwartet man, dass Sie so lange bleiben, bis die Nährstoffe zurückgehen. Also es wird erwartet, dass Sie die Toilette aufsuchen, bevor Sie gehen. Es gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen. Denn man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Dieses Denken fehlt bei uns komplett. Hier setzen wir das um in Nährstoffrückgewinnungsanlagen. Unser Toilettenpapier ist aber nie dafür gemacht. Mit 1 Kilo Toilettenpapier verseuchen Sie über 1 Million Liter Wasser über den Trinkwassergrenzwert. Not designed for your behind and not to leave it behind. Wir können die Häuser nutzen. Das ist 800 Mal produktiver als Mais anzubauen. Und können das umsetzen. Wir können in der Nahrungskette bei Pilzen, bei Algen, bei Bakterien einsteigen. Dann könnten wir auch leicht 40 Milliarden Menschen ernähren. Das sind die Universitäten, in denen ich arbeite im Moment, weil ich die verschiedenen brauche. Dries und Sommer setzt das in Gebäude um, in das Management. Die IG Metall macht besser statt billiger inzwischen. Kienbaum setzt das um. Die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Ich stelle das in Venedig im Augenblick vor. Ich bin der einzige Nicht-Architekt, der dort vorstellen darf. Wenn Sie schaffen, kommen Sie noch hin bis zum 27. November. Ich zeige, wie die Zukunft der Architektur aussieht, denn 2/3 aller Abfälle hängt mit Architektur zusammen. Also nicht den Handabdruck, sondern Gebäude zu machen wie Bäume, eine Stadt wie Wälder, ein Gebäude wie ein Baum, nützlich zu machen, ein Gebäude, was die Luft reinigt, die das Wasser reinigt, nicht ein bisschen weniger schädlich ist. So sieht es aus, meine Installation. Das heißt, es geht nicht um Nullabfall. Die Leute sagen immer, ein Cradle to Cradle ist eine Abfallgesellschaft ohne Abfall. Nee, aber das Denken, das wäre so, wenn ich sage, denken Sie nicht an ein rosa-rotes Krokodil, dann denken Sie an ein rosa-rotes Krokodil. Ja. Ja, denken Sie nicht an einen weißen Elefanten, dann denken Sie an einen weißen Elefanten. Selbst wenn Sie bei Nullabfall, denken Sie immer noch an Abfall. Ja. Also den menschlichen Fußabdruck zu feiern. Ja. Es ist alles Nährstoff dabei. Es setzt sich um in ganz viele Beispiele. Sie können Ihren Fußabdruck dort hinterlassen. Davon. Und das ist Heidelberg Zement und Holcim, die das aktiv unterstützen durchaus. Wir setzen es um, das ist unser Büro in Hamburg. Das heißt, wir können jetzt 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion in Qualität und Innovation umsetzen. Um es klar zu haben, wir können damit viel, viel bessere Produkte machen, die viel, viel wettbewerbsfähiger sind. Aber es braucht ein anderes Denken, ein komplett anderes Denken. Wir müssen die Menschen anschauen und sagen, schön, dass du da bist. Und nicht kannst du 10% weniger Schwein sein. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für diese wirklich, ich glaube, mind-boggling Thoughts am frühen Morgen. Zeit für 1-2 kurze Verständnisfragen und wir werden dann im Panel noch Zeit haben, das etwas zu vertiefen. Also wenn es jemand was auf den Nägeln brennt, dann bitte, jetzt wäre die Gelegenheit. Mikrofone sind da.
Wenn das noch nicht der Fall ist, hätte ich eine brennende Frage meinerseits. Sie haben einige Firmenpartner gezeigt. Mhm. Gibt es da Strukturen, gibt es Firmen, bei denen Sie sagen, da war das einfacher? Was war das auslösende Moment, auf diesen Zug aufzusteigen? Ja, also im Moment zieht es sehr schnell durch, weil es keine Moralfrage mehr ist. Es kommt eine junge Generation nach, für die ist die Wertschätzung im sozialen Netzwerk wichtiger als das Geld. Ja, diese Selfie-Generation, die sagt, was bin ich für ein toller Hecht? Und jemand, der Abfall macht, ist einfach nur ein Idiot. Ja. Also das ist eigentlich das Auslösende, warum es so schnell geht. Eigentlich brauchen die Dinge lange Zeit. Wirkliche Änderungen der Paradigmen brauchen Zeit. Es hat in Europa, in der Schweiz, in manchen Regionen sogar noch länger, mehr als 150 Jahre gedauert, bis die Frauen das Wahlrecht bekommen haben, seit der Erklärung der Menschenrechte. 150 Jahre haben die Leute gesagt, Frauen sind ja vielleicht doch keine Menschen oder zu emotional oder nicht gescheit genug oder sonst was. Ja, also es geht aber jetzt wahnsinnig schnell, wie ein freundlicher Tsunami, weil eine junge Generation nachkommt, die einfach stolz auf sich sein will. Und jemand, der diesen Planeten kaputt macht, ist einfach nur ein Depp, ja, ein Idiot. Aber was wichtig ist, auch für Sie selber, am frühen Morgen, ich habe eine Frage, wer hat gerade eine Affäre? Eine Affäre, damit mir das nachher in der Diskussion nicht passiert. Also verstehen Sie, Sie können mit jedem Schurken ein bestehendes Produkt optimieren. Ja, Sie können sagen, 10% leichter, 10% billiger. Aber für Neues brauchen Sie Vertrauen. Statistisch gesehen müssten jetzt hier etwa 15 Leute die Hand heben. Ja. So. Ich hab neulich nicht diesen Fehler gemacht und das soll nicht nochmal passieren. Das heißt, der österreichische Wirtschaftsminister da und hört sich das angehört. Und dann habe ich gefragt, lieber Herr Wirtschaftsminister, wie geht es Ihnen so mit Ihrer Frau? Was würden Sie sagen? Nachhaltig? Ja? Und dann ist er aufgestanden, ist gegangen, weil am Tag vorher stand in der Zeitung, dass er eine Affäre mit seiner Sekretärin hatte. Und darum soll mir der Fehler nicht nochmal passieren dazu. Ja? Also Nachhaltigkeit ist ein langweiliges, rückwärtsgewandtes Schuldmanagement. Es ist nichts mehr der Zukunft. Das heißt aber, wenn Sie jetzt nicht ehrlich mir sagen, was ist, wie soll ich mit Ihnen über Neues und Zukunft reden? Innovation braucht Vertrauen. Ja? Also ich bin hier mit einer Bande von Betrügern zusammen dabei. Ja? Oder? Wollen wir es mit dem Satz bewenden lassen? Es sei denn, es wäre eine brennende Frage. Dann ganz herzlichen Dank, Herr Braungart, und bis nachher zum Panel. Ich gebe ein paar von den Sachen rum, dass Sie es ein bisschen angucken können. Besten Dank nochmal. Danke.